Hallo, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich möchte mit dir heute mal über ein etwas heikleres Thema sprechen. Und zwar über Manipulation. Wie du manipuliert wirst, wie wir manipuliert werden. Ich hoffe, der Autoverkehr hier stört nicht allzu sehr. Hallo, liebe Ann-Christine. Ich habe mich hier mal gerade rausgehockt. Mein Sohn, der ist gerade dabei, erst wach zu werden. Wir sind ja seit gestern hier in der Nähe von Zell am See, in einer wunderschönen Umgebung. Ich zeige dir mal hier diesen wunderschönen Ausblick, den wir hier von unserer Terrasse haben. Genau. Und als wir gestern losgefahren sind aus dem Saarland, ich höre ja normalerweise keine Nachrichten, aber die Verkehrsmeldung und Navi und alles, das war irgendwie noch aktiviert. Und da kamen eben auch mal so der Anfang von den Nachrichten. Und da kam die Meldung, dass sie da wohl im Saarland eine Umfrage gemacht haben. Und dass dabei herausgekommen ist, dass 60% der Saarländer in der Erwartungshaltung sind, dass die wirtschaftliche Situation sich die nächsten Jahre ganz drastisch verschlechtert. Hallo, liebe Gabi, wunderschönen guten Morgen. Das war jetzt das Beispiel vom Saarland. Wahrscheinlich gehen in anderen Bundesländern gleiche Umfragen durch die Presse, durch die Medien, durch die Nachrichten. Das ist ja auch unter anderem der Grund, warum ich aufgehört habe, Nachrichten zu hören oder Zeitungen zu lesen in der Richtung. Ich habe da völlig angefangen, mir meine eigene Welt zu erschaffen. Und zwar instinktiv. Da wusste ich um die vielen Dinge, was ich inzwischen weiß, was ich mir die letzten 15 Jahre angeeignet habe, da wusste ich da noch nichts von. Habe ich einfach gespürt, wie wenig gut es mir tut, Nachrichten zu gucken, zu hören, Nachrichten zu lesen. Das war so eine Prägung, die wir ja alle irgendwo ein Stück weit auch aus der Schulzeit mitbekommen haben. Wenigstens einmal am Tag Nachrichten zu hören und Zeitung zu lesen und um auf dem Laufenden zu sein. Und ich habe einfach gemerkt, wie da Ängste in mir aufkommen und wie mir das nicht gut tut. Deshalb habe ich eben aufgehört damit. Das heißt nicht, dass mein Hinterweltlerisch unterwegs ist. Ich bekomme trotzdem irgendwo mit, was so in der Welt geschieht, aber ich gehe damit nicht mehr in Resonanz. Und deshalb schmunzle ich so ein bisschen über solche Dinge, die da durch den Äther gehen, wie schlecht die wirtschaftliche Lage erwartet wird oder wie schlecht die wirtschaftliche Lage ist. Da mir fiel da auch noch so ein Beispiel ein, das ist jetzt aber auch schon viele Jahre her, das war noch zu Zeiten, wo meine Schwiegermutter noch die Tageszeitung abonniert hatte und ich die dann morgens mal aus dem Briefkasten gefischt hatte und ihr auf die Treppe lag, gelegen habe, gelegt habe, uiuiuiui. Ich die Zeitung auf die Treppe gelegt habe, genau. Da stand so Überschrift, das war Anfang des Jahres, in diesem Jahr werden wieder so und so viel tausend Krebspatienten erwartet. Und da habe ich auch schon für mich gedacht gehabt, mein Gott, was für eine Aussage, was für eine mentale Ausrichtung da in das Bewusstsein der Menschen gepflanzt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so werden wir alle, ich, du, manipuliert durch die Medien. Das ist das eine. Und ich habe auch mal gegoogelt, was denn Manipulation eigentlich bedeutet. Manipulation kommt aus dem Lateinischen und heißt übersetzt nichts anderes als Handhabung. Handfüllen. Manus heißt wohl die Hand. Und Plere heißt füllen, also Handfüllen, Handhabung, wie auch immer. Wenn man es jetzt mal neutral betrachtet, ist Manipulation eigentlich
oder könnte man Manipulation auch als etwas Gutes ansehen. Und wenn wir dann diesen Schritt weitergehen und dahingehend möchte ich dich mal ein bisschen wachrütteln. Wie wäre es denn, wenn du dich selbst manipulierst, auf eine andere Art und Weise? Hallo liebe Michaela, schön, dass du dabei bist. Wenn du das mal unter dem Aspekt siehst, dich selbst auf eine Art und Weise zu manipulieren, wie du dir dein Leben wirklich selbst gestalten möchtest. Hallo lieber Peter. Denn schau mal, wir selbst, jeder von uns, erschafft sich doch mit seinen Gedanken seine Lebenswirklichkeit im Außen. Niemand anderes. Wir sind nur so in unserem Haus, in unserem Gedankenhaus, um es mal so auszudrücken, gefangen mit den ganzen Manipulationen von der Presse, von den Medien, mit den ganzen Manipulationen aus der Schulzeit, mit den ganzen Manipulationen aus der Kinderstube und mit allem, was uns einfach so übergestülpt wurde. Und wenn jetzt dann jemand so kommt, wie ich oder jemand anderes, der dir dann erzählt, hey, du kannst jederzeit etwas verändern, du kannst auch durchstarten in deinem Traumleben, du kannst dir dein Traumleben auch erschaffen. Wenn du dich dann sehr hast manipulieren lassen von den Dingen, was durch die Presse geht, wie dieses Eingangsbeispiel, das ich gerade genannt habe, dass über 60% der Menschen eine ganz schwierige wirtschaftliche Lage erwarten, dann wird es in deinem Kopf denken, was redet die, so einfach kann das doch nicht sein, wenn es doch so einfach wäre, würden das ja alle machen. Und wir haben eine total schlechte wirtschaftliche Lage. Und so denkt einfach auch die Masse, der Mainstream, die Masse, die denkt so. Und deshalb wird die Masse wohl auch immer in diesem Strom der Manipulation, dieser Art von Manipulation sein. Und das ist für jeden Einzelnen, der da mitschwimmen möchte, auch in Ordnung. Jeder erschafft sich ja seine Realität. Jedoch, du genauso wie ich auch vor vielen Jahren angefangen habe und du kannst jetzt damit anfangen, dich selbst auf eine Art und Weise zu manipulieren, dass du dorthin kommst, wo du wirklich hin möchtest. Du kannst dieser Manipulation folgen, dass es eine schlechte Wirtschaftslage zu erwarten ist, dass kein Geld da ist, dass man sich mit dem Leben halt arrangieren muss, dass es halt so sein muss, dass man einen 9-to-5-Job macht, dass es so sein muss, dass man den Beruf unter dem Aspekt sieht, sich mit welchen Dingen zu arrangieren, um den Kühlschrank zu füllen, dass es so sein muss, dass du auf die Rente hin arbeiten darfst und danach dir erst ein Leben nach deinem Herzen gestalten kannst oder was auch immer da so in deinem Bewusstsein bislang drin ist. Du kannst aber auch anfangen, dich dahingehend zu manipulieren. Ich nenne das immer gerne so meine Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Ich erschaffe mir meine Welt, so wie sie mir gefällt. Und diese Art von Manipulation, schlechte Wirtschaftslage, 9-to-5-Job, mein Leben lang etwas machen, was gar nicht mir entspricht. Und diese ganzen Schleier habe ich einfach abgelegt die letzten Jahre. Und je nachdem, wie lange du mich hier schon verfolgst oder auf anderem Weg, vielleicht in meinem Newsletter, in meiner Newsletterliste bist oder wie auch immer, dann weißt du, dass ich ja auch nach 30 Jahren im öffentlichen Dienst mich verabschiedet habe, die Kündigung eingereicht habe.
und mir gesagt habe, ich mache jetzt absolut nur noch die Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen. Und da ist mir gestern einfach, als ich mit meinem Sohn unterwegs war hier nach Österreich, nochmal so vieles bewusst geworden. Wir haben da über so viele Dinge von früher gesprochen, wo ich im totalen Geldmangel einfach auch noch war, trotz gut bezahltem Job im öffentlichen Dienst. Aber ich hatte immer so ja, die Gabe, die Manipulation dahingehend, dass das Geld mir zwischen den Fingern zerrinnt und dass Geldmangel da ist und dass ich jeden Monat nur Summe X zur Verfügung habe und darüber hinaus geht nichts und, und. Und da sind mir so ein paar verschiedene Beispiele auch eingefallen, wo ich zu meinem Sohn gesagt habe, kannst dich daran noch erinnern oder daran noch erinnern, ohne jetzt hier einzelne Beispiele weiterzugeben, nicht weil ich das nicht möchte, mache ich gerne an einer anderen Stelle nochmal, sondern das wird den Rahmen hier sprengen jetzt. Und ich habe auf der einen Seite dann zu ihm gesagt, es ist eigentlich schade, dass ich nicht früher die Kurve gekriegt habe, und so ein großartiges Leben zu erschaffen. Und er meinte dann, nee, es gehört ja irgendwo dazu. Und er ist auch ein Stück weit dankbar, dass er auch dieses mit ja, seiner Schwester, das sind ja eine vierköpfige Familie, Kinder sind halt inzwischen erwachsen, mein Sohn ist jetzt 20, unsere Tochter ist 18. Und ja, klar, es gehörte zu unserem Leben dazu, es gehörte zu meinem Lebensweg dazu. Aber ich weiß ja jetzt einfach, wovon ich spreche, und ich weiß eben auch, dass es anders geht. Dass es definitiv anders geht. Und zwar, sobald du aufhörst, diese Manipulationen aus Funk, aus Fernsehen, aus Presse, aus Mächten, die dich klein halten, die uns klein halten wollen, sobald du da aussteigst und beginnst, dir deine eigene Welt auch zu erschaffen und dir deine eigenen Manipulationen, ist letzten Endes ja nichts anderes als Glaubenssätze. Nur bei Glaubenssätze, ich benutze jetzt wirklich mal dieses Wort Manipulation, da sind oftmals bei uns schon so die Schotten dicht, weil man dann denkt, ja, ich habe schon so viel an meinen Glaubenssätzen gearbeitet und das funktioniert doch nicht, weil, und wenn es denn so einfach wäre, würden es doch alle machen und. Deshalb benutze ich wirklich mal explizit dieses Wort Manipulation. Sobald du beginnst, dich auf eine andere Art und Weise zu manipulieren und aussteigst, und damit meine ich jetzt nicht, dass du deinen Job, deine Kündigung schon einreichen sollst. Ich bin absolut ein Freund davon, sich erstmal nebenbei etwas aufzubauen. Das muss aber nicht die nächsten 10 Jahre sein. Das kann auch im kürzeren Zeitrahmen sein, wenn du denn anfängst, wirklich genau das zu machen, was deinem Herzen entspricht, was deiner Berufung, deinem Seelenplan entspricht. Und da bist du ja auf der Suche im Grunde genommen, sonst wärst du ja nicht hier in der Gruppe. Wenn du beginnst, da die richtigen Dinge zu tun, die richtigen Schritte zu tun, das ist nämlich genau auch das, was ich in meiner Akademie meinen wunderbaren Frauen und Männern da vermittle und die Anleitung, die Schritt-für-Schritt-Anleitung weitergebe, dann wirst du auch auf dem kürzesten Weg, und da spreche ich von einem Zeitrahmen von maximal 1 Jahr, je nachdem, wie viel Zeit du von Anfang an da in deinen eigenen Seelenberuf investieren möchtest, sprechen wir von einem Zeitrahmen von 6 Monaten bis zu 1 Jahr. Dann hast du deinen Seelenberuf am Start, hast dir dein eigenes Leben kreiert, hast dich so manipuliert, dass du dir deine eigene Welt erschaffen hast. Und dass du dich nicht mehr davon leiten lässt, was da draußen der Mainstream macht. Hallo, liebe Katharina. Dass du dich eben nicht mehr davon leiten lässt, was da draußen der Mainstream macht, sondern dass du absolut dein eigenes Ding machst. Und das geht. Du darfst nur auch ab sofort dann beginnen. Ich sage jetzt auch bewusst, du darfst, du musst nicht. Du kannst auch weiter in dem bisherigen Schemata drin bleiben. Du hast jederzeit die Wahl. Alles ist gut, so wie es ist. Wenn du ab sofort anfängst, dir andere Geschichten zu erzählen, nämlich die Geschichten zu erzählen, so wie du dir dein Leben
nach deiner Handhabung, nach deiner eigenen Manipulation dir erschaffen möchtest, dann kannst du dich ab sofort auf diesen Weg begeben. Ganz gleich, ob du jetzt 30, 50 oder 60 Jahre alt bist. Ich glaube, meine älteste Teilnehmerin in der Akademie ist 69. Aber wo steht geschrieben, dass nicht mit 69 es auch noch möglich ist, sich sein Leben nach seinem eigenen Herzen zu erschaffen? Da glaubt auch der Mainstream wiederum, ja, mit 65, mit 69 ist es gelaufen. Und da hocken viele da, ich sag's jetzt mal krass, sind schon tot und werden irgendwann noch beerdigt. Udo Jürgens hat doch mal so ein schönes Lied kreiert, mit 66 fängt das Leben an. Das wäre doch auch etwas, was du, wenn du in dem Alter schon bist, manipulativ in dein Bewusstsein lassen könntest. Und wenn du jetzt 40, 30 oder 50 bist, du kannst ab sofort anfangen, dir dein eigenes Leben nach deinem eigenen Standard, nach deinen eigenen Vorstellungen zu kreieren. Du darfst nur am Ball bleiben. Du darfst dir anfangen, andere Geschichten zu erzählen. Nenn es gerne auch so, wie ich es nenne, die Pippi-Langstrumpf-Mentalität. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und das heißt nicht, dass es jeden Tag einfach ist und dass du jeden Tag absolut aus dem Bett hüpfst und sagst, wow. Das heißt, dass du dich grundsätzlich auf diesen Weg begibst, dass dieser Weg im Prinzip einfach ist. Das Schwierige dabei ist im Grunde genommen nur eines, dran zu bleiben, am Ball zu bleiben. Und wenn dein Denker, dein Kopf dir mal wieder versucht, etwas anderes einzureden, dass es jetzt doch schwer ist und, dass du sofort wieder umswitcht und dir wieder andere Geschichten erzählst, dass es einfach sein kann. Und wenn du das auf dem kürzesten Weg machen möchtest, das immer noch mal bei einem Zeitrahmen von 6 bis 12 Monaten maximal, dann ist es natürlich am geschicktesten, wenn du dir da Hilfe holst, wenn du dir die Anleitung holst, wie du es dir am einfachsten machen kannst. Denn am einfachsten ist es natürlich, wenn du dich wirklich an Hand nehmen lässt und du dir den Weg dahin zeigen lässt. Dass wenn du morgens mal aufstehst und in der Versuchung bist, wieder dir die Geschichte zu erzählen, boah, ist doch nicht so einfach, oder du hast mal wieder eine Nachricht irgendwo aufgeschnappt, wie schwierig alles ist, wie schwierig die wirtschaftliche Situation ist oder keine Ahnung, was da draußen alles kursiert, dass du dann eben einen Mentor an deiner Seite hast, der dir nochmal aufzeigt, hey, es ist doch anders, komm, lass uns nochmal hinschauen, lass uns nochmal in dein ideales Leben schauen, das wir gerade dabei sind zu kreieren. Ja, dann ist es natürlich einfacher. So. Ich bin ja jetzt diese Woche hier in Österreich auf einer wunderbaren Fortbildung, wo es auch nochmal darum geht, unter anderem die Grenzen zu überschreiten, über den Tellerrand hinauszuschauen und die eigene Komfortzone zu vergrößern, zu erweitern. Und deshalb sind die nächsten Tage, also diese Woche zumindest, zunächst mal keine kostenfreie Durchbruchsessions mit mir persönlich möglich, aber ich poste dir jetzt gleich den Link zu dem Online-Kalender von meinem Team. Du musst jetzt nicht warten, bis nochmal kostenfreie Durchbruchsessions mit mir möglich sind, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte jetzt wirklich mal schauen, wo genau bei mir die Knackpunkte sind, was meine Verhinderer sind, warum ich denn noch nicht, also du, dort stehst, wo du gerne stehen möchtest, dann klick auf den Link. Da gibt es diese Woche ein paar freie Termine mit jemandem aus meinem Team. Und der schaut ganz genau mit dir hin im Rahmen einer kostenfreien Durchbruchsession. Der nimmt sich Zeit für dich, 30 bis 45 Minuten. Das reicht auch vollkommen aus, um es wirklich, wir sind da so genau
unterwegs und haben das wirklich so drauf, dass wir in so kurzer Zeit es auch hinkriegen, dass auch du Klarheit hast, wo genau deine Verhinderer sind, warum du nicht dort im Leben stehst, wo du gerne stehen möchtest. Und es geht in dieser Durchbruchsession wirklich auch darum, dass du anschließend schon mal genau weißt, wie dein ideales Leben denn überhaupt ausschaut. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir dir helfen können, dass ich dir helfen kann in der Akademie und dich da begleiten kann, dass da Potenzial da ist, dann machen wir dir natürlich auch gerne ein Angebot, wie diese Begleitung ausschauen kann. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ich dich persönlich begleiten darf, die nächsten Monate in dein ideales Traumleben, dass auch du dich, ich nenne es ja auch immer gerne, im Dauerurlaub befindest, sprich dich dort aufhältst auf dieser wunderschönen Welt, wo es dir gerade gefällt, dir und deiner Familie. Und dass du aufhörst zu funktionieren, sondern wirklich deinen Seelenberuf, dem Ruf deiner Seele folgst und dein eigenes Ding machst. Und alles das, was das bislang verhindert, noch wirklich loslässt, umwandelst und dir absolut nur noch die Geschichten erzählst, die deinem Herzen entsprechen. Denn das möchtest du, sonst wärst du nicht hier in der Gruppe. Also, gleich kommt der Link hier für diese Woche. Es gibt ein paar freie Termine mit jemand aus meinem Team. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht auch in der Akademie, wo ich dich dann begleite zu deinem Seelenberuf, zu deinem Herzensding, zu deinem Leben, ganz so, wie es wirklich zu dir passt, wie du es dir wirklich aus ganzem Herzen kreieren möchtest. Hab noch einen wunderschönen Tag, eine wunderbare Zeit und Link kommt jetzt gleich hier auch ins Kommentarfeld. Bis dahin, ganz liebe Grüße aus Österreich. Ciao.